Willkommen zurück zu einem neuen Video, heute bei schattigen 30 Grad im tiefsten Bayern. Wir haben den Kombi dabei, wir waren gestern Abend in München eingeladen und deswegen haben wir die Chance genutzt und fahren heute direkt weiter zu Sascha, unserem Abstimmer, Firma TuneTech. Der sitzt jetzt nämlich an der österreichischen Grenze, das heißt, wir sind so ungefähr 800 Kilometer von Hannover entfernt. Das hindert uns aber nicht daran, uns heute nochmal um den Kombi zu kümmern. Das heißt, das wird vorerst das letzte Video zu diesem Auto. Wir stimmen das Auto ab. In dem Fall abstimmen wird jetzt nicht ganz so viel, weil er läuft ja schon echt gut. Nur so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel der Warmstart ist schlecht. Das zeige ich euch gleich auch. Wir haben auf dem Hinweg schon mal ein paar Loks gemacht, dass Sascha gleich weiß, was Phase ist. Und ganz am Ende machen wir noch eine Leistungsmessung, nicht auf dem Prüfstand, sondern mit einem System, das nennt sich Insorik. Das misst quasi an der Radnabe über, ich sag jetzt mal, Fliehkräfte und Beschleunigung die Leistung von dem Fahrzeug. Das Gute daran ist, wir haben genau das Gleiche vor ein paar, ich nenne es jetzt mal Jahren, schon mal gemacht bei diesem Auto. Das heißt, wir können auf jeden Fall einen richtig coolen Referenzwert erzeugen, wie viel Leistung das Auto am Ende jetzt wirklich durch diese ganzen Umbaumaßnahmen mehr hat. Ich bin nach wie vor hellauf begeistert, macht richtig Spaß, gerade für Langstrecke. Null Öl verbraucht, wir haben mittlerweile, glaube ich, knapp 4000 Kilometer, mussten nichts reinkippen, was ja für die Motoren wirklich ein richtig gutes Zeichen ist. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was der Tag noch so mit sich bringt. Erstmal die schlechte Nachricht. Unsere Klimaanlage geht leider noch nicht. Das haben wir irgendwie verpeilt, die befüllen zu lassen. Das heißt, es wird auf jeden Fall schwitzig heute. Gerade in so einem schwarzen Auto. Ja, Thema Warmstart. Ich mache mal an, dann werdet ihr es hören. Gucken. So. Und jetzt seht ihr, der geht mit der Drehzahl runter bis auf 500 Umdrehungen und läuft auch gefühlt nur auf 4 Zylindern. Das liegt daran, dass er zur Sekunde mit einem Lambda-Wert von 0,68 läuft. Also er ist viel, 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 viel zu fett. Warum, wieso, weshalb auch immer das jetzt so ist. Wir haben eigentlich nichts jetzt in der Richtung geändert, warum er das tut. Aber das kriegen wir über die Software auf jeden Fall geregelt. Und das ist für Sascha ein Klecks. Er wird jetzt auch mit der Zeit immer besser und regelt sich ein. Aber das Einregeln dauert halt viel zu lange. Jetzt sind wir schon irgendwo bei 700 Umdrehungen angekommen. Jetzt wird er wahrscheinlich gerade so mit Lambda 0,8 laufen. Und sobald ich losfahre, geht er sofort auf Lambda 1. Also da ist einfach die Warmstartphase ist viel zu fett. Los geht's. So, wir sind angekommen. Sascha ist ansässig bei der Firma Reizamer Performance. Mein Kombi fühlt sich hier bestens wohl, weil so wie ihr seht, ist das hier so der RS4 zentrale Stützpunkt Österreich, so könnte man es fast sagen. Erstmal extrem geile Werkstatt, wie ihr schon an dem Boden seht. Hier ist wirklich alles vom Feinsten. Bernie, der Besitzer, versteckt sich gerade hinter der Haube. Wir sagen mal einmal kurz Hallo. Sag mal einmal Hallo. Hi. Ich habe gerade deine Werkstatt hier schon gelobt. Dankeschön. Wie schön sauber und so weiter. Letztes Mal, wir waren vorm Wörthersee mit dem Golf einmal kurz hier, haben noch einen Ölwechsel gemacht. Da hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen, Ölwechsel hier zu machen. Ja. Weil der Boden hier wirklich immer so akkurat ist, dass das hier richtig, richtig Spaß macht. Und Bernie auch leidenschaftlicher RS4-Schrauber. Also sind wir eigentlich genau richtig hier, ne? Ja. Ideal. Perfekt. Ein Traum. So, Sascha finden wir da hinten. Hoffentlich. Er ist schon fleißig am Arbeiten. Sag mal Hallo, Sascha. Hallo. Sascha kennt er ja schon vom letzten Video. Ist mittlerweile ein halbes Jahr her bestimmt, ne? Limo abstimmen. Wo brauchen du schon mal? Zeit vergeht wie im Flug.
Ja, wo fangen wir an? Gute Nachricht ist, Sascha, jahrelange Erfahrung im Bereich Audi, gerade RS4, sowohl auf dem B5 sowie auf dem B7. Und genau deswegen, als ich ihm gerade erzählt habe, der Warmstart ist so schlecht, wusste Sascha direkt, welchen Luftmassenmesser hast du eingebaut. Ich wollte natürlich wieder Geld sparen, habe mir einfach aus dem Zubehör von NGK bestellt. Ne? Das hat leider nicht funktioniert. Das Steuergerät kommt mit diesem Luftmassenmesser nicht klar. Beziehungsweise Sascha hat so ein cooles Gerät, da kann man den da durchmessen. Das machen wir jetzt mal. Das machen wir einmal. Ich muss hier zwischendrin immer ein bisschen meine Stirn abwischen bei dem Wetter. Dann haben wir uns auf jeden Fall wärmstes Dach im Jahr fast ausgesucht. Ne? So, auf jeden Fall Luftmassenmesser, obwohl niegelnagelneu, ist im Arsch. War richtig, ne? Werden wir sehen jetzt. Ich denke schon. Was genau machst du da jetzt? Wir prüfen jetzt praktisch die Ruhespannung. Mhm. Die sollte bei 1 Volt liegen. Genau 1 Volt. Mhm. Darf haben 1,02 oder 0,980. Ruhespannung heißt die Spannung, die er rausgibt, wenn keine Luft durchgeht. So sieht aus. Guck mal, habe ich mir extra aufgeschrieben. Auch ich vergesse mal Sachen. Minimum, Maximum. Und jetzt schauen wir mal. Oh, der ist nicht kaputt. Aber im Fahrzeug war ein anderer Wert. Dann macht es jetzt auch Sinn, warum mein Kaltstart gut ist, ja, und der Warmstart so schlecht. Weil als wir eben den Luftmassenmesser im Auto gemessen haben, stand hier glaube ich 1,2 oder so. Ne? 1,132. Also viel zu viel. Viel zu viel, ja. Sehr interessant. Das heißt, wenn der Luftmassenmesser warm wird, ja, funktioniert nicht mehr. Wir könnten es jetzt simulieren, habt ihr so einen Heißluftföhn, aber ich glaube, das klemmen wir uns jetzt. Ende vom Lied ist auf jeden Fall, ich habe erstmal einen gebrauchten von Sascha reingesteckt, du drückst auf den Knopf und Auto läuft. Somit muss er kaputt sein. Nicht kaputt sein, auf jeden Fall nicht so funktionieren, wie er soll. Genau. So kann man das auch sagen. Genau. Okay, ja. So, nun zu unserem Auto. Genau, du hast ja fleißig aufgezeichnet. Wir fangen mal ganz bei den Basics an. Okay. Limo, ja, anderes Steuergerät als jetzt der B7, der neuere B7. Ja. Und wir haben auch zwei Steuergeräte. Ja. Für jede Bank ein. Richtig. So, nun haben wir das große Problem, wir können diesen Typ von Steuergerät nicht emulieren, also nicht live abfahren. Ich kann das leider nicht, nein, das stimmt. Das wiederum heißt, wir müssen das jetzt zu Fuß machen. Zu Fuß. Aufzeichnen. Sich angucken. Jetzt fehlt eigentlich noch die Zigarette und der Kaffee. Warte. Und jetzt gehen wir das einfach durch. Guck mal, du hast hier alles schön. Drehzahlen. Das war jetzt den Lock, den wir auf dem Hinweg gemacht haben. Genau. Hier hast du deine Luftmasse. Hier hast du die Drosselklappenstellung. Hier ist den Zündwinkel. Das wiederholt sich hier nochmal am anderen Messwerteblock ähnlich. Wieder Drehzahl. Hier hast du die maximale Motorlast, sage ich mal. Hier hast du die Einspurzeit der Düsen, da kann man kontrollieren, ob sie am Ende sind oder nicht. Hier hast du eine Luftmasse, die angezeigt wird. Und zum Schluss hier, was für mich eigentlich wichtig ist, was für Lambda-Wert. Und da siehst du schon, du hast den angestartet, er soll Lambda 1 machen, spezifiziert, also was er machen soll, der Sollwert. Und der Istwert ist aktual. Und da stehst du bei 0,72, ist natürlich ranzig, verstehe ich nicht. Also irgendwas muss der Luftmassenmesser bei Warmzustand scheiße messen. Der wird wahrscheinlich viel zu viel Luft zeigen. Der wird wahrscheinlich zu viel zeigen und deswegen rotzt er da Sprit rein, den er eigentlich gar nicht braucht. So in der Art könnte man das vielleicht interpretieren, ne? So, man sieht auf jeden Fall, hier habe ich ihn ein bisschen im Leerlauf laufen lassen, dann hat er die ganze Zeit 0,85. Guck mal, das sind wir hier. So, da fängst du dann an, das ist alles Leerlauf. Hier fängst du dann an, langsam loszufahren, wahrscheinlich vom Parkplatz runter, genau, oder so. So, und mal sehen, wie lange sich der Film zusammengerissen hat. Ne, wir haben Stopp und weiter gemacht. Ah, hier. Da ging es los. 99,6% Drosselklappenstellung. Also 100%. Mhm. Ab da ging es los. Ne? Hier siehst du den Zündwinkel von aus. Mhm. Hier siehst du praktisch die Motorlast, wie sie schön hochgeht. Ne? Hier siehst du die Einspurzeiten, sehr, sehr gut. Zündwinkel hatte ich ja vorher schon auch nochmal auf Autobahn gelockt. Mhm. Da waren wir ja safe, hat nichts geklopft und gar nichts. Das heißt, da gehen wir heute auf jeden Fall nochmal bei. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal bei, ja. Und jetzt war noch interessant Lambda-Wert. Ne? Genau, der Lambda-Wert. Du sollst praktisch, sage ich mal, hier oben aus 87, 86 fahren. Mhm. Und der fährt einen Tick fetter. Mhm. Kann jetzt ein Interpolieren sein, müssen wir mal schauen. Werde mir gleich mal die Headers angucken, vielleicht noch ein bisschen besser zurechtschieben, dass er nicht so viel interpoliert und dass er wirklich das fährt, was wir hier haben wollen. Mhm.
Zündwinkel werden wir beigehen. Du hattest noch einen Fehler gehabt mit optimalem Motormoment, und zwar hat er dir was gesagt immer? Also es stand wortwörtlich drin, dass das maximal zulässige Motormoment überschritten wurde. Also es gibt Momente, wo er tatsächlich in dieser Konstellation mit Krümmern und Ansaugungen jetzt zu viel Moment hat. Konntest du rausfinden, wann das war? Das steht zum Glück in dem Fehler ja immer mit drin. Das war so 70%, also ich sag mal Übergang zwischen Teillast und Volllast, also wie man auf der Autobahn so normal fährt, mittlerer Drehzahlbereich. Mittlerer Drehzahlbereich, ich würde das hier sagen, weil hier hat tatsächlich eine Motorlast 94% und hier geht das schlagartig hoch auf 100 und hier geht er wieder runter. Also hier muss irgendwas sein. Also ich sag mal, wenn das hier einleitet, wirst du den Fehler wahrscheinlich so bei 4,5, 4,6 haben. Wenn man jetzt guckt, wird es wahrscheinlich sein. Dann müssen wir ins Kennfeld beigehen und mal gucken, was wir da machen können. Lambda-Wert ist ja sauber ganz was anderes als bei dem Turbomotor. Definitiv, ja. Bei dem Turbomotor brauchen wir ja den Mehrkraftstoff auf jeden Fall immer zum Kühlen. Zum Kühlen, genau. Das heißt, da fahren wir ja deutlich, deutlich fetter. Was wäre für so einen Benzinmotor perfekter Lambda-Wert? Also, perfekt wäre 0,92, ne? Das wäre perfekt, aber das werden wir nicht erreichen. Aber ich sag mal, wenn wir so 0,88, 0,89 fahren könnten, das wäre schon echt gut. Können wir tatsächlich machen, so mager. Ja, weil 0,92 wäre perfekt, da hat er die meiste Kraft. Darüber hinaus würde er einen Lambda-Haken fahren, dann geht die Leistung wieder rückwärts. Aber ich sag mal so 0,87, 0,88 wäre so ein Wunsch von mir. Guck mal, jetzt sind wir bei 0,84, wahrscheinlich bei langer Vollgasfahrt. Ich scroll hier mal weiter runter. Das ziehen wir ein bisschen oder hintereinander weg bei oberen Drehzahlen reingetreten. Genau. Hier, guck mal, hier siehst du es. Ne? Ja. Da merkst du ja schon. Da will er auch mehr, da bekommst du auch mehr. Du bist jetzt hier bei 0,83. Und ich denke mal, wenn du so guckst, fünfte Gang ausgedreht oben raus oder so, wirst du wahrscheinlich so bei 0,83, 84, 82 sein. Wenn wir das hochkriegen auf 86, 87, glaube ich, das bringt nochmal Leistung. Wir sehen hier vorne, ich habe so schön in Begrenzer mal wieder wie immer reingedreht, 8280. Ja. Lassen wir das so oder kann der Motor ein bisschen mehr? Der Motor könnte kurzzeitig 9000. Aber da ich weiß, dass du es auch nutzt, werden wir dir mal bei 8,4 begrenzen. Aber immerhin 100 Umdrehungen mehr kriege ich. Ja, du kannst auch 200 mehr haben, aber keine 9000. Ja, machen wir 200. Oder wir gucken einfach mal, ob es überhaupt was bringt. Ja. So, ich glaube, Serien hat er mäßig Maxleistung bei 7,8. Ja, aber guck mal, deine hier oben hast du ein leichtes Pulsieren von der Luftmasse, aber du siehst, sie ist immer wieder ansteigend. Also er hat schon da oben die maximale Leistung. Wir können ihm noch ruhig ein bisschen was spendieren. Dass er jetzt hier so ein bisschen abbaut, ne? Und ich sag mal, hier wieder so ein bisschen kommt, der geht im Weich rein. Ne? Das sind kein super harter Begrenzer. Du siehst auch an der Motorlast, ne? Hier ist er 94, hier geht er auf 96, 94, 96. Da merkst du, er versucht das dann so langsam einzufangen. Ja. Ne? Ich bin jetzt gerade so komplett verwirrt von den Einspritzzeiten, aber die kann man mit einem normalen, herkömmlichen Einspritzer nicht vergleichen. Ne? Nein, das ist ein Direkteinspritzer und was du jetzt hast oder was du im Kopf hast, sind eben Software-Einspritzer. Genau, weil da sind wir ja bei einem ganz anderen Faktor. Da sind wir bei 17, 18 Millisekunden. Und das ist dann schon ziemlich heftig. Hier ist eigentlich bei 5, und ein bisschen Schluss, sagt man. Ja. Es gibt Kollegen, die stellen bis 7, muss ich ganz ehrlich zugeben, im Notfall mache ich es auch. Aber das ist eigentlich schon fast Daueröffnung. Was würdest du sagen, was uns heute hier noch so erwartet? Also das Auto läuft ja schon echt gut. Ne? Deswegen habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so krasse Ansprüche, so, weil er fährt schon wirklich gut. Es war ja vorher auch schon deine Software drauf, die extra harte. Also ich bin gespannt. Ich auch. Schauen wir mal. Weil ein paar Grad Zündung, ein bisschen magerer, ich sag mal so 10, 20 PS müssen da eigentlich schon nochmal zu finden sein. Ne? Ja, wir haben natürlich beste Bedingungen, aber auch da muss er funktionieren. Ja, als Sauger. Okay. Wir passen jetzt die Software an. Da gehen wir nicht weiter drauf ein, weil. René filmt mal einmal ganz kurz drauf. Das sind so viele tausende Zahlen und Tabellen und. Da hätte ich selber, ich glaube, ich habe auch ein paar Stunden mit dir verbracht, bis ich da so ein bisschen den Überblick gefunden habe. Ne? Genau. Und habe immer noch keine Ahnung davon. Ja, aber da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, das würde den Rahmen sprengen. Das können wir vielleicht mal irgendwann ganz in Ruhe, wenn wir das nächste Mal wieder Limo ein abstimmen, können wir da vielleicht mal ein oder anderes Kennfeld zeigen. Das würde den Rahmen sprengen. Ich würde sagen, du machst die Software fertig. Luftmassenmesser ist schon getauscht. Können wir den über OBD beschreiben? Ja. Okay, das heißt, Steuergerät muss nicht raus? Nein. Steuergerät rein, fahren, loggen, gucken, Leistungsmesser. Wir haben übrigens keine Klimaanlage. Das,
Das ist ein Plan. Ich glaube, ich habe noch über so eine Hand, die leitet. Also das Gute ist schon mal, Auto läuft immerhin. Software ist jetzt drauf geflasht, Auto läuft, ist angesprungen, Warmstart top, war wirklich scheinbar Luftmassenmesser. Hier ist jetzt schon die von dir geänderte Software drauf. Genau. Jetzt fahren wir einfach mal gucken, dass wir irgendwo ein bisschen freie Strecke finden, dass wir einfach mal einen Lok fahren und gucken, ob das so mit Lambda und Zündung und so alles gepasst hat. Vielleicht zwei, drei Loks. Zwei, drei Loks. Wenn das der Fall ist, sind wir eigentlich relativ schnell fertig, ne? Wenn alles passt. Ja. Dann haben wir einfach nur noch mal eine Schippe draufgelegt. Genau. Und fertig, ne? Wenn das annimmt, ja. Dann machen wir eine Leistungsmessung. Da gehen wir aber drauf ein, wenn es soweit ist, weil das ist noch ein bisschen mehr Technik, die erklären wir dann. Bin mal gespannt, was du überhaupt sagst zu dem Setup hier. Jetzt ist übrigens 102 im Tank. Vorher 95. Diesel. Also ich würde jetzt wirklich zur Sekunde schon ehrlich sagen, dass er anders läuft. Also die Gasannahme ist auf jeden Fall deutlich besser. So, ich habe das gerade schon so gemerkt, wenn du so ein bisschen Zwischengas gibst, ne? Dass er schon irgendwie ein bisschen agiler ist. Ist gut. Lass mal ein bisschen Abstand zu dem vorne. Wir müssen die Fenster ein bisschen hoch machen. Ja. Hinten auch? Ja. Mal kurz den zweiten. Also jetzt hört der Lambda 087. Überholt. Mhm. Ist schon mal gut. Hoffen wir mal, schauen wir mal. Eindruck kann ich schlecht sagen, weißt du besser als ich. Ja, ich sag immer, man darf auch nicht vergessen, drei Leute jetzt im Auto. 32 Grad. 32 Grad, extrem schwere 20 Zoll, halb voller Tank. Das sind schon die Worst-Case-Bedingungen, so, ne? Beste und Bedingungen. Wir haben leider hier im schönen Österreich keine Autobahn zur Verfügung. Das heißt, wir werden hier heute eh nicht unseren Ram-Air-Effekt rausfahren können oder ähnliches. Wir werden uns hier eher auf die Geschwindigkeiten bis müssen. ja. Aber ich denke mal, wir werden schon das Beste draus machen. Fährt er jetzt theoretisch in jedem Gang den gleichen Zündwinkel dann? Ja. Das ist egal. Also da ist die Last unabhängig. Ja, die Last ist schon so geschrieben, dass an jedem Gang das gleiche fährt. Mhm. Vorne, wo der graue steht, da müssen wir den zurückfahren aus der Waage. Kleiner Zwischenschritt für diese Leistungsmessung, die wir machen. Wie ich schon sagte, das ist so ein Radnabenprinzip. Da müssen wir das genaue Fahrzeuggewicht für bestimmen. Und deswegen fahren wir jetzt einmal, was ist das, eine Baustoffwaage? Ja, genau. Können wir mal gucken, was der Bock so wiegt. Was schätzt du? Mit uns dreien? Ja. 2000 Kilo. Meinst du echt so schön? Oder wir drei haben zusammen 200? Genau. Aber nee, so schwer. Die machen das auch nicht schon alleine. Hallo? So, dann, wenn wir 300 haben, ja, stimmt schon, halber Tank. Lass so ein Ding 1650, 1700 leer wiegen, ne? Nicht. Auto alleine. Das ist meine Nummer damals gewogen. Okay, das kann natürlich sein. Wollen wir sehen. Man muss immer dazu sagen, Sascha hatte selber auch genau dieses Auto als Limo. Genau. Auch lange, den bist du lange gefahren, ne? Lange, ja. Und deswegen funktioniert diese Software auch so gut, oder sie hat auch schon nach dem Umbau so gut funktioniert, weil du da wirklich kilometerweise rausgefahren bist, ne? 7000 Kilometer. 7000 Kilometer, okay. Und jedes Mal geändert, neu geflasht. Genau. Wir fahren jetzt da, wo das kleine weiße Häuschen ist. Da fahren wir rauf und da ist dann gleich die Waage. Drei Tonnen. Guck mal, René, für dich heute. Extra die Tür offen, kannst du reingehen, kannst gleich mitfilmen.
Stehen bleiben. Einfach alles anlassen. Fahrer kann im Auto sitzen bleiben. Wir gucken erstmal Leergewicht. Ach, verstehe. Wir können ja einfach, wir können das Auto leer machen. Leer machen? Also so jetzt leer zeigen, dann stellt sich einer nacheinander rauf. Du müsstest ja nur dein Gewicht wissen. Hast du das? Ja. So. Dann passt ja. Guck mal hier. Oh, ich habe schon was gesehen. Das werde da gar nicht gerne sehen. Was denn? Tatsache. Ja, siehst du? Wir haben 1780 Kilogramm. Wahnsinn. Jetzt stell du dich mal mit einfach auf die Fläche. Guck mal, René. So leicht ist der, kann ja gar nicht sein. Das müssen wir ja im Film irgendwie anders machen. Das ist ja viel zu leicht. Warte mal, ich geh auch mit drauf. Und wie viel? Keine Ahnung. 1860. Jetzt ist 1960. Eieiei. 1960. Du, wir beide und das Auto. Du, René, wirst haben, ich meine, wir könnten jetzt auch noch den Quervergleich machen, aber egal, du wirst mit Klamotten, wie fährst du? 107. 107, Kamera etc. 110, somit sind wir 2070. Alter Schwede. 1960 plus 110, bevor ich mir wieder Kommentare an muss, sind 2070. Ja, kein Wunder, dass das Auto nicht fährt. Hätte ich auch nicht gedacht, weil kein Schiebedach, immerhin die Schalensitze drin und so, ne? Keramik. Wahnsinn, ne? Okay, dann können wir. Aber noch genauer werden, was ich hinkriege. Lass ich es nicht vergessen. Alter Schwede, 2070 Kilo. Weißt du noch, was deine Limo damals gewogen hat? Ja, 1720 war das, ohne mich. Aber das passt ja so ganz gut. Wir hatten jetzt hier 1780 mit Gepäck hinten drin und so. Ich kann nicht sagen, wie viel Trank drin war. Ja, aber es kommt. Hättest du vorne runterfahren können. Ja. Ich wollte René ein bisschen angucken im Spiegel. Das ist schon schwer, oder? Gefällt dir, was du siehst? Ich sehe auf jeden Fall, dass dir genauso warm ist wie mir. Ja. Hättest du nicht wegen der Klimaanlage mal einprogrammieren können? Wir? Ja, ohne Kühlmittel funktioniert nicht. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen, wie viel Grad wir haben. Ja, das ist echt brutal, Alter. Hören wir uns wieder. Alle anderen liegen im Freibad, ne? Und wir machen wieder so einen Scheiß hier. Ja. Wir fahren rechts. Rechts? Rechts, so. Rechts, rechts. Nehmen wir den zweiten jetzt nochmal. Aber hier nochmal lernen, warte. So. Okay, Klingelgrenze erreicht. Echt? Hier ein Zylinder. Da hat er sich aber weg, die anderen sind sauber. Okay, also ich habe auf jeden Fall gerade schon gemerkt, das hatte ich im letzten Video auch gesagt, dass er sich, ich sag mal so ab 7, 7,5 wurde er ein bisschen schwächer. Mhm. Das ist auf jeden Fall weg. Mhm. Er dreht jetzt wieder richtig griffig in den Begrenzer so rein. Ne? Wird natürlich jetzt bei den Temperaturen auch krass klopfen. Ne? Mhm. Nicht unbedingt. Also es war jetzt nur ein Zylinder. Naja, also ich meine mehr, als wenn ich jetzt nachts im Kalten fahren würde. Ja, das Problem, was du gesagt hast mit der Momentbegrenzung, kannst du das reproduzieren? Nee. Schade. Das ist blöd. Das wird im Zweifelsfall, wenn wir zurück sind, wieder im Fehlerspeicher drinstehen oder auch nicht? Das wollen wir sehen. Ich locke ja die ganze Zeit mit. Links, rechts? Links. Wie ist das für dich so, wenn du immer so hilflosen Rasern ausgeliefert bist du auf Beifahrersitz, die einfach... Bin ich ja nicht. Bei so Sachen fahre ich selber. Und wenn emuliert wird, sitze ich ja am Kommandostand. Wenn ich sage VMAX 80, dann ist das so. Dann ist 80, ne? Dann ist 80. Weil so nach unten auf dem Display gucken und neben dir lädt da einer durch. Vertraue ich nur dir. Okay, und Bernie bei Zimmer. Mhm. Ihr könnt wirklich sehr, sehr gut fahren. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben vor gefühlt 10 Jahren, da war es noch, da musste ich dafür kämpfen, dass ich selber fahren durfte. Ja. Ja, gut. Ich stell dir vor, da kommt jemand und alle wollen dir zeigen, dass sie so toll fahren wie Schumacher. Das ist echt ein schönes Gefühl, ne? Lars, wenn du jetzt um die Ecke bist, nochmal einen zweiten bitte. Mhm. Die Ecke oder die Ecke? Ja, jetzt einfach hoch. Geht ja schnell. Hm? Muss hier runter runter. Weggelernt, nur noch 1,5 Grad.
und knackiger, merkst du das? Also mit, ja, mit mehreren Gasstößen, der adaptiert sich. Sogar schon jetzt so schnell raus, dass wenn ich mich so ein bisschen auf die Straße konzentriere, man schon relativ schnell den Begrenzer landet. Wobei ich bis heute ehrlich gesagt so gerne in diesen Begrenzer reinfahre. Bei Limo mache ich das nie, weil der hat ja keinen richtigen Begrenzer, den haben wir ja so weich gemacht, dass man den kaum hört. Kann ich hier auch hart machen? Nee. Das ist, glaube ich, für den Motor besser, wenn das so weich bleibt. Ist das jetzt schon mehr Drehzahl? Nee, ganz ehrlich, habe ich vergessen. Sind wir noch bei 8,3, okay. Ja. Ja, macht der nicht. Vielleicht jetzt erstmal besser. Weil jetzt ist es definitiv so, wie du schon sagtest, es fühlt sich so an, als wenn Leistung immer weiter steigt und du wirklich Maximalleistung im Begrenzer fährst. So, das heißt, zündmäßig sind wir eigentlich jetzt durch. Zündtechnisch würde ich sagen, sind wir jetzt so. Weil ihn jetzt, sage, das ist optimal. Ihn jetzt künstlich ins Klopfen reinfahren zu lassen, wenn sich ein Zylinder jetzt schon so ein bisschen meldet, ist ja Quatsch, ne? Das ist Quatsch, ja. So aus dem Alter sind wir heraus. Ja. Ja gut, das Rennen, das sich über Langzeitwerte hinten, das war nicht nur noch 1,5 Grad. Ja. Also das wird weniger. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt, wir können jetzt nur noch ein bisschen Lambda-Wert gucken? Den Lambda-Wert, gucken dann noch so ein bisschen die Last vom Motor, dann kommt noch der Drop. Das ist ein optimales Motormoment. Machen wir die gleiche Nummer noch mal im vierten? Das wird dir jetzt gefallen. Das fand ich bei den Autos immer super. Für knapp 2,1 Tonnen. Nee, ich sag auch immer, das habe ich gleich, glaube ich, im ersten Video schon gesagt, was mich an diesem Auto am meisten überzeugt, ist halt, klar ist das kein Auto, wo man eine Leistungsexplosion erwarten darf, aber er fährt wirklich von 1500 bis 8,5. Halt, ne? Wie wäre das, wenn jetzt eins von den beiden Steuergeräten kaputt wäre auf einmal? Ich zeig dir das sofort an. Fährt er dann nur noch auf einer Bank? Na, ich denke mal, er würde ziemlich rumhumpeln. Also schlagartig kaputt, dass gar nichts mehr funktioniert, ist unwahrscheinlich. Ne? Aber sobald eins von beiden Steuergeräten vom Bauteil irgendwas hat, geht sofort die E-Mail an und die Motor wird beleuchtet. Aber es ist schon so, dass ein Steuergerät linke Bank, ein Steuergerät rechte Bank. Genau. Und die linke kann auch nicht das rechte übernehmen oder so. Nein. Die sind auch so, die sind ja beide identisch, bis auf ein, zwei kleine Bits. Weil eins muss ja immer das Master sein, das muss das Sagen haben, ne? Wie bei der Ehe. Da sind nur manchmal ein bisschen mehr als nur ein, zwei Bits unterschiedlich. Ja, das stimmt. Also gefällt mir wirklich gut. Also, was gibt's? Ja, fällt sich auch gut. Also, es haben ja viele immer auch mal was Negatives geschrieben, von wegen so viel Aufwand, ob es sich das am Ende lohnt und so weiter. Natürlich ist es viel Aufwand und jeder, der sonst Turbomotoren macht, weiß, dass hier keine 200 PS kommen. So, aber es ist tatsächlich ja bisher so, das hat man bei Turbomotoren nicht, dass wir nur positive Sachen eingebaut haben. Es ist ja nicht so, dass es einen Bereich gibt irgendwo, wo das Ding jetzt viel schlechter ist und nicht mehr funktioniert oder so. Und bei hochgezüchteten Turbomotoren hat man immer irgendwelche negativen Einflüsse. Sei es, dass er zu schnell kaputt geht, heiß wird, Turboloch und so weiter. Also. Ja. Und hier ist es ja schon so, dass man wirklich einfach das Gesamtkonzept vom Level angehoben hat. So, also Lambda gecheckt. Ja. Passt. Ja. Jetzt machen wir nochmal kurz den dritten dann, Klingelei. Bisschen. Ja, klingelt ein bisschen. Mhm. Das ist halb Grad, damit kann ich leben. Mhm. Das würde ich dann über unsere Lufttemperatur korrigieren. Mhm. Dann passt das. Und im Normalfall ballere ich ja auch nicht mit drei Leuten bei 32 Grad. Genau.
geht nochmal einen dritten, das reicht mir. Super. Ah, jetzt kaltes Wasser, ne? Um Einsatzfahrzeuge. Okay. Ja, wir sind im Einsatz. Ja, wir machen die Bude noch mal kurz einmal voll mit Silo King. Sehr schön. So, darf ich ausmachen? Ja, ja, haben wir kein Emu drin. Nee. Machen wir noch mal ganz kurz an und gucken wir wenigstens, ob wir Fehler drin haben. Erstmal. So, das war soweit abstimmen. Wir sind jetzt schon ziemlich an die Grenze rangefahren. Das heißt, den Rest macht Sascha. Das ist jetzt noch nicht die endgültige Software, sondern wir setzen uns am Ende noch mal einmal hin, korrigieren noch mal so ein paar. Das sind wirklich nur Nuancen, sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Die kommt da drauf. Dadurch wird am Ende das Auto nicht noch mal mehr Leistung kriegen, sondern einfach nur noch ein bisschen schöner, konstanter, ruhiger laufen. Ne? So, nun zu der Leistungsmessung. Das Ganze nennt sich Ensorik. So ist der Name von diesem System. Das ist nur ein kleiner Sensor, der kommt an die Radnabe und er rechnet einfach aus der Übersetzung, die geben wir vor, beziehungsweise hast du gemessen, Raddurchmesser? Das, ja, aber das mit der Übersetzung können wir auch über die Drehzahl machen. Mhm. Auf jeden Fall, wir geben diesem Programm die Drehzahl vor und das Gewicht. Und jetzt müssen wir natürlich eine Strecke suchen, die möglichst gerade ist, weil natürlich würde das Auto bergab schneller beschleunigen und somit mehr Leistung haben. Wir müssen uns eine Strecke suchen, die möglichst gerade ist. Und dann kann dieses kleine Gerät hier über die physikalischen Gesetze relativ gut die Leistung berechnen. Genau. Ich weiß noch, als wir das letzte Mal gemacht haben, hat dieser Motor, glaube ich, 400 PS gehabt. Also nicht der Motor, der jetzt drin ist, aber dieses Auto. Mhm. Auch schon mit Ensorik. Okay. War allerdings der alte Motor, der hat es natürlich hinter sich gehabt und so weiter. Was schätzt du? Dass jetzt eine Leistung kommt? Mhm. Mit dem Gewicht, das ist immer so schwer zu sagen, aber ich sag mal so 460, 470 würde ich schon sagen, hat das Auto. Mhm. Okay. Vielleicht täuschen wir uns auch, weil es extrem warm und die sind wirklich sehr schwer und ich finde, der bewegt sich trotzdem sehr gut. Schau. Ja, finde ich auch. Mhm. Jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir. Das Problem ist, wir müssen natürlich einmal das ganze Drehzahlband eigentlich abfahren. Du musst einmal praktisch im vierten Gang aus 2000 praktisch bis 8250 fahren. Mhm. Und danach brauchst du noch eine Rollphase, wo er sich wenigstens so 30 Stundenkilometer verlangsamt wieder. Das ist schon ein ganz schönes Stück, was wir da brauchen. Und das heißt, wir probieren das mal aus. Wenn es nicht geht, müssen wir einen dritten Gang nehmen. Genau. Danach ziehen wir die Daten auf den Rechner. Und gucken und werten aus. Okay. Ich bringe jetzt erstmal Sensor an. Kriegst du so eine Kappe raus, ja, ne? Weil die sind jetzt ja alle. Das ist deine Kappe. Ah, ja, schnapp. Alles vorbereitet hier. 2070 Kilogramm. Ja, bei mir ist das schwer. Aber haben wir gar nicht so viel Kamera-Equipment mit. Ja, du hast schon die ganze Kamera aufgehoben. Ja, ist täuscht. Ich fand das jetzt nicht so schlimm mit 180 Auto alleine mit einem halben oder dreiviertel Tank. Also ich hätte gedacht, vom Fahren hätte ich einfach gedacht, dass er leichter ist. Wo man Gewicht immer krass merkt, finde ich zum Beispiel jetzt so, wenn wir hier bremsen. Mhm. So, also da fährt so ein Auto mit 200 Kilo mit zwei Personen weniger eigentlich deutlich, ja, deutlich schöner. Ne? Hast du die Keramik, war die Serie? Ne. Ah, okay. Machen wir lustig. Ja, stur. So, dann gucken wir mal, dass wir hier mal eine ruhige Phase finden. Fährt sich verdammt gut. Ja, ich wollte auf jeden Fall jetzt nicht noch länger rollen lassen, ne? Weil toi, 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 wir haben schon so viel zusammen gemacht. Ne? Wir müssen nicht in die Wiese fahren. Genau, es hat immer alles funktioniert und man muss auch einfach immer mal irgendwann Schluss sagen. Ne? Genau. Aber hätte ich auch nicht gedacht, dass es jetzt doch dann so schnell ging. Ne? Der beißt oben ganz gut zu.
und wir haben die ganze Zeit leicht bergauf beschleunigt. Ja. So, fehlerfrei. Mal gucken, was der zweite sagt. Das war wichtig. Hund unterwegs, ja? Guck hier. Ach so, ja. 007. Das ist jetzt Agententrick, kein Sahara-Trick. Das ist die 107 Oktan Rennspritabschüttung. Ja. So, das sollte jetzt messungsmäßig auf jeden Fall reichen, dass da was Gutes bei ist. Ich würde sagen, wir fahren jetzt wieder zu euch zurück. Ja. Und werten das Ganze lieber im Kalten auf. Gute Idee. So ein schattigen Plätzchen. Aber läuft. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Dann haben wir ja unser Ziel erreicht bei 31 Grad heute. So, hier haben wir den kleinsten Allradprüfstand der Welt. Unser Ensorik-Tool. Cooles Tool. Haben wir schon viel benutzt, um einfach mal zwischendrin einen Zwischenstand zu kriegen, wo man eigentlich so steht, weil es halt schon reproduzierbar ist. Man muss dabei natürlich sich selber eingestehen, ehrlich zu sein, sonst kann man natürlich bescheißen, bis der Arzt kommt. Das heißt, es geht damit los, dass wir hier oben die richtigen Werte eintragen, wie Raddurchmesser, Gewicht vom Fahrzeug, deswegen sind wir auch extra auf die Waage gefahren, Übersetzung, Luftdruck, Temperatur 32 Grad, tierisch warm heute und, und. Jetzt muss Sascha unten in der eigentlichen Messung einmal den Bereich markieren, wo wir beschleunigt haben. In dem Moment berechnet er schon mal die Radleistung. Und dann muss anschließend noch der Bereich dahinter markiert werden, wo das Fahrzeug ausrollt, damit wir die passende Verlustleistung auch noch bestimmen können. Ja, und siehe da, 342 kW. Jetzt müssen wir mal kurz den Taschenrechner rausholen. Wenn ich das im Kopf rechne, geht das auch wieder schief. 342 mal 1,36 sind 465 PS. Ist auf jeden Fall schon mal sportlich. Oder was hast du, Sascha? Ja. Aus Erfahrung. Ja. Wir speichern das jetzt nochmal. Ich war schon einen Schritt zu schnell wieder. Moment. Das Teil erzeugt dann nämlich noch eine schöne. So sieht die Kurve aus. Schöne Kurve. Also was. Dieses Gekrisselte jetzt hier, das war so gewesen, weil die Straße auch so ein bisschen uneben war. Mhm. Das nimmt ihr natürlich alles mit. Mhm. Würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Mhm. Er hat auch, ja, sag ich mal, noch nicht alle Lärmwerte gebildet und und. Aber zumindest sagt uns die Charakteristik, wie du schon sagtest, so dass das Gefühl ab 7,5 baut er leicht wieder ab. Das spiegelt genau das Leistungsdiagramm wieder. Mhm. Ja. Was jetzt davon die Ursache ist, müsste man sich jetzt genau angucken. Ungewöhnlich, weil normalerweise zieht er bis hier durch. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wir sind auch leicht bergauf beschleunigt. Ne? Das ist genau das Problem, wo ich jetzt zum Schluss nochmal drauf eingehen wollte. Also als erstes 465 PS ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Ergebnis. Ja. Man darf auch nicht vergessen, wir sind hier knapp 500 Meter hoch. Ich habe gerade gefragt. Genau. Da ist einfach die Luft dünner, als wenn du jetzt bei uns in Hannover fährst. Das wird auch noch ein Punkt sein, was ja auch mit Sicherheit schnell ein paar PS sein können. 5%. 5%? Mhm. Okay, das wäre natürlich dann schon krass. Mhm. Aber Fakt ist, heute 465 PS gemessen. Jetzt haben wir leider das Problem, dass natürlich, wenn das Auto jetzt am Ende des Drehzahlbereiches bergauf beschleunigt ist, genau, denkt der ja, er hat weniger Leistung. Ja. Wenn wir dann zusätzlich auch noch bergunter uns ausrollen lassen, genau so war es, genau, denkt dann noch mal weniger Verlustleistung. Vielleicht werden wir es gleich als Rückblick in dem Video noch mal sehen. Mal gucken. Mhm. Mir persönlich ist es aber ehrlich gesagt ganz egal, weil Fakt ist, das Auto fährt gut. Genau. Wir haben auf jeden Fall schon mal sichere 465 PS. Genau. Mit Luft nach oben. Wer so weiß noch, was noch so kommt. Genau. Ich bin auf jeden Fall happy. Ich auch. Wenn ich jetzt nächstes Mal nach Hannover bin, bringe ich das System mit und wir messen nochmal bei euch vor Ort. Wo es 100%. Und wo wir die Autobahn haben, und da können wir es vielleicht sogar 5 machen. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube nämlich, es wird nämlich nochmal einen krassen Unterschied geben, so fährt es sich zumindest, ja, zwischen 4. und 5. Gang. Weil das Auto einfach im 5. Gang viel mehr
Druck von vorne kriegt über den Fahrtwind und so weiter. Ne? Genau. Also von der Charakteristik ist er super. Kann man überhaupt nicht meckern. Tja, ich bin happy. Ich erstmal. Jetzt gibt es nochmal den... den Feinschliff. Den Feinschliff. Dann fahren wir nach Hannover und dann müssen wir noch eine 100-200 fahren. Aber erstmal müssen wir nach Hannover. So sieht's aus. Ja, Sascha, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Kein Problem. Geiles Ergebnis mal wieder, fährt perfekt. Ja. Und wir sehen uns auf jeden Fall noch wieder. Also, wir sind wieder heile in Hannover angekommen. War auf jeden Fall ein geiler Trip. 1700 Kilometer gemacht in 36 Stunden, hat Spaß gemacht. Positives, Auto läuft wirklich geil, funktioniert problemlos, hält auch, ist vollgasfest, alles super. Problem ist nur, auf dem Rückweg gestern hat meine Driftbox aufgegeben. Wir wollten ja eigentlich heute jetzt noch eine 100-200 nachreichen, aber die Box hat irgendwie in der Stromversorgung Wackelkontakt. Wir haben gerade zwei Versuche gemacht und genau im entscheidenden Moment, wenn ich schalte, geht die immer an und aus und somit haben wir keine verwertbare Messung. Das heißt, wir müssen leider die 100-200 nochmal nachreichen. Macht aber nichts, weil ich bin euch definitiv eine Messung noch schuldig. Und zwar wissen wir ja noch immer nicht, wie groß der Effekt von meinem, ich sag jetzt mal vorsichtig, RAM-R ist. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein Video nachliefern, wie wir den Druck in dem Luftfilterkasten messen. Weil ist für mich persönlich auch noch tierisch interessant, was da jetzt am Ende bei rauskommt. Ob wir wirklich einen Überdruck in dem Luftfilterkasten erzeugen oder auch nicht. Schade, es ist nämlich deutlich kälter geworden hier bei uns. Es wäre auf jeden Fall heute perfekt, eine Messung zu machen, aber können wir jetzt hier ändern. Ja, sonst ist das Projekt soweit durch. Auto fährt, alles gut. Ich bin top zufrieden, hat sich jede Minute gelohnt. Unterm Strich reden wir hier ja auch von einem relativ kostengünstigen Aufwand. Das heißt, RS5-Krümmer gibt es bei eBay Kleinanzeigen für ein paar hundert Euro. Die Ansaugung ist auch komplett selbst gebaut, kostet eigentlich auch kein Geld. Schwungrad mit Kupplung, klar, ist ein bisschen teurer, aber irgendwann ist Kupplung und Schwungrad eh fällig. Muss jeder für sich entscheiden. René und ich sind auf jeden Fall der Meinung, es hat sich gelohnt. Fährt definitiv cool. Oder René, was sagst du nach 500 Kilometer Vollgas gestern? Absolut geil. Hat Spaß zu fahren. Das freut mich. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch kurz das Schlachtfeld, was wir auf meiner Front hinterlassen haben. Aber das Gute ist, jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, unseren Insektenreiniger zu testen. Projekt hat Spaß gemacht und ihr kriegt auch noch ein Video, aber das dauert noch ein bisschen.